Bubble Boom ist sowas, das würde ich so ja, ganz selten mal trinken, ne? Das wäre jetzt was ich nicht jeden Tag trinken könnte. Verstehe ich nicht. Hier ist noch ein Tresor, komm mal her. Hier ist ein Tresor und hier ist so eine weiße Kiste, die kannst du noch öffnen. Ich verstehe jetzt gerade nicht. Datenlauf. Oh, warte mal, ich muss mal kurz sehen. Das sollte was für dich sein. Ein kleines Team forscht gerade an neuen und leistungsfähigeren Gesundheitsstimulantien und hat Grund zu der Annahme, dass Forschung aus der Zeit vor der Evakuierung der Schlüssel sind. Begib dich zum Schutzstofflabor und bring ihnen, was sie brauchen. Die Formel für starke Stimulantien im Schutzstofflabor in Bright Sands finden, habe ich gemacht. Und jetzt steht hier die Formel bei Osiris abliefern. Das heißt doch, eigentlich muss ich nur zu Osiris gehen und das abgeben, oder nicht? Oder verstehe ich das falsch? Kevin. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe das Game nie richtig gespielt, Sander. Ich bin festgestuckt. Ja, weil ich dich da in die Ecke gedrängt habe. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Okay, komm. Ich gehe mal davon aus, dass es so passt. Ich musste wahrscheinlich einfach nur hier einmal rein. Wo willst du lang? Also du musst noch zum... Ich müsste noch zum Wasserfalllabor. Boah, ich müsste zur östlichen Sammelstelle. Dann würde ich sagen, gehen wir... Da muss ich auch hin, östliche Sammelstelle. Dann lass uns doch zur östlichen Sammelstelle und dann extracten, oder? Dann kannst du nämlich den ganzen Kram, den du auch dabei hast, rausbringen, weil das ist ja schon nicht gerade wenig jetzt auch, ne? Ja. Östliche Sammelstelle und dann abstarten. Damit wir einfach mal wieder einen... Ja, Escape vom Tarkov kenne ich, aber das ist nicht mein Fall. Kann ich nicht looten. Links lang. Durch den Zaun da durch. So, hier muss ich die Landekapseln nördlich der östlichen Sammelstelle finden. Hast du das auch? Ja, ja. Und nach den Korolev-Prospektoren suchen. Ja. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo das ist, aber das ist... Warte mal, hörst du das Geräusch? Dieses... Ja. Das ist einfach nur das Signal, dass wir hier unseren Pott rufen können, unseren Ewig. Ach so. Da hinten müssen wir hin. Da, wo diese Orts sind, siehst du das? Mhm. Ja, ja. Und hier müssen wir irgendwas. Oh, sorry, Chat. Gesundheit. Danke, Rolle. Prospektoren so. Wo sind die? Ah, warte mal, ich glaube, ich habe einen. Da oben. Auf dem Stein liegt da, siehst du? Ah, okay, da muss man nur hinlaufen. Okay, sollen wir extracten? Ja, würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt 2 Missionen fertig. Ja, macht schon Sinn. Ich hab schon gerufen, ne? Mhm. Schüsse? Hast du gehört? Ja. Hat sich angehört, als wenn die aus Nordosten kommen.
Da ist aber nix. Hier ist noch ein Kugellager, komm her. Schmeiß irgendwas weg sonst. Mhm. Genau. Das Kugellager ist ja gerade wichtiger. Nice. Endlich! Den E-Weg. Aua. FK habe ich rausgenommen. Jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber der Kopf wird schon gut was bringen. Achso, stimmt, du hast einen Kopf gelootet, ne? Mhm. Von einem Rassler oder einem Schreiter? Ich glaube, die geben 5k. Mal gucken. Oder 2, ich weiß gar nicht. Mhm. 6.800. Oh, nice. Ist gut. Ich gebe jetzt erstmal ganz kurz alles ab hier an Missionen. Ah, it is my favorite prospector again. Ah, ich habe wieder die Quest mit den 2 Kugellager im toten Briefkasten. Aber ich brauche die Kugellager jetzt erstmal für Kampagne. Genau, die Kugellager auf jeden Fall für die Kampagne aufbewahren. Hm, yes? Ah, just in time. Thanks, Prospector. So, wenn man Osiris hochmacht, ne, dann schaltet man die Stims frei, oder? Die grünen. Genau, also da, es gibt eine Quest bei Osiris, eine Questline, die habe ich jetzt gerade, die heißt, warte, ich kann dir das auch sofort sagen, wie die heißt. Warte. Ich habe einmal Feldforschung und heulende Himmel. Ich glaube Feldforschung ist es. Ach. Du siehst auch bei den Belohnungen, siehst du das auch. Genau, Feldforschung ist es. Oder? Nee, warte mal. Feldforschung ist nicht richtig. Stimulierende Entwicklung heißt die. Okay, die habe ich noch nicht. Ja, die kriegst du aber bestimmt gleich. Guck jetzt erstmal, dass wir für dich die Quest fertig kriegen. Und dann geht's weiter. Wofür ist eigentlich diese antike Währung geeignet? Ach so, das ist einfach nur, also das ist halt die antike Währung, damit hat man damals auf dem Planeten bezahlt, die ist jetzt nichtig, die gibt's nicht mehr, du kannst sie halt umtauschen, also du kannst halt diese antike Währung 1:1, also eine antike Währung kriegst du zu einer Korolev-Marke, zu einer K-Marke umgetauscht. Soll ich das auch immer verkaufen, wenn ich das hab, sofort, oder? Also ich würde dir empfehlen, einfach einen Stack zu behalten, das sind 10.000, kannst du ja jederzeit eintauschen, wenn es mal hart auf hart kommt. Aber du brauchst sie halt für bestimmte Upgrades und den Rest würde ich immer verkaufen. Ah, okay. Aber am Anfang kannst du die eigentlich alle verkaufen. Aber irgendwann solltest du gucken, dass du mal so einen Stack, also so ungefähr 10k hast. Ja, dann hebe ich das jetzt schon auf. Ich muss aber gerade sagen, ich bin gerade ein bisschen sad, denn ich habe doch gerade gesagt, ich muss das bei Osiris abgeben, ne? Mhm. Weil ich weiß nicht wo und wie und was. Ich kann hier nichts machen. Weiß irgendjemand, wie diese Quest funktioniert hat? Die irgendjemand schon gemacht von euch? Zufällig? Das ist diese stimulierende Entwicklung. Bla 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 bla. Und hier steht nämlich, die Formel bei Osiris abliefern. Ah, you're back.
Was that all? Die Formel bei Osiris abliefern. Ich bin jetzt bei Osiris, aber ich kann dir nichts abliefern. Okay, ich habe hier irgendwie was aufgabentechnisch. Was will der? Prospector, hello. How can I help? Working for Korolev today, huh? Komisch. Good. You? Everything was okay, I hope. So, okay. Okay, hast du die Quest Heulende Himmel? Ja. Hast du die erste, wo du halt die Futterstellen sammeln musst und so? Ich habe bei Heulende Himmel das Wasserlabor aufsuchen, im Labor nach zerstörter Osiris-Ausrüstung suchen, einen Hinweis auf die Vorfälle zurückbringen. Das ist ja das, wo ich da wahrscheinlich in diesen kaputten Raum muss. Genau, richtig. Und danach musst du die Quest machen, die ich auch noch habe. Das ist schon mal gut. Und bei Gefährliche Wissenschaft? Warte mal. Hast du die schon? Nee, ich glaube nicht. Das ist auch Osiris, das ist die Hauptquest, die erste Hauptquest. Nee, ich habe noch Feldforschung, Teil 2. Dann geh mal zu Osiris und guck mal bitte, ob du Gefährliche Wissenschaft schon fertig hast. Das ist die erste Quest. Das würde mich mal interessieren, weil normalerweise, wenn du die fertig hast, müsstest du stimulierende Entwicklungen bekommen. Gefährliche Wissenschaft habe ich fertig, ja. Okay, warte mal, ich muss kurz was gucken. Ja, krass. Ist das jetzt ein Fehler bei mir oder was ist jetzt hier los? Don't let me keep you. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Okay, also wenn du den ansprichst, dann hast du gefährliche Wissenschaften fertig und dann hast du Feldforschung und heulende Himmel, richtig? Ja. Und stimulierende Entwicklung hast du nicht? Nein. Okay. Welches Level bist du bei Osiris? 4. Okay, dann kann das sein, dass du die Quest ab Level 5 bekommst. Wie viel brauchst du noch, um Level 5 zu werden? Steht oben links. Ich bin jetzt gerade nicht bei denen, ne? Da muss ich erstmal kurz hingehen. Ja, egal, wenn, ist egal, dann scheiß doch. Ich denke mal, wenn wir jetzt die Aufgaben machen, werde ich da eh aufsteigen. Ja, ja, genau. War jetzt nur so aus Interesse. Weil ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich hab dir ja gerade gesagt, ich habe diese Quest gemacht und dann der sagt, ich habe das Item, aber ich habe halt tatsächlich nichts im Inventar. Und der sagt, ich soll das hier abgeben, aber ich kann hier nichts abgeben. Das ist nicht, ob das ein Fehler ist oder ob ich jetzt gerade irgendwas nicht verstehe. Hier steht nämlich die Formel für starke Stimulantien im Schutzstofflabor in Bright Sands finden. Ich habe da tatsächlich nichts eingesammelt oder so und habe das trotzdem jetzt bekommen. Und jetzt muss ich die Formel abliefern, das verstehe ich ja, das macht ja grundsätzlich Sinn. Du bekommst den Fortschritt gefunden, wenn du in der Nähe stehst, aber das Item muss man dann aufheben. Oh no, shit, okay, gut, das ist natürlich bitter. Aber wir müssen ja so oder so nochmal hin, von daher. Gut, dann können wir von mir aus wieder rein. Oh Mann. Das ist geisteskrank. Auf Instant Gaming ist immer kurzzeitig zwischendurch Smallland verfügbar. Das ist instant sofort wieder ausverkauft. Weißt du, wie lange die Aktion bei Level Up läuft? 2 für 1. Ich glaube, die Woche bis Montag. So. Ich habe Freeload Out genommen, aber ich habe auch gute Sachen da drin, ne? Stim, also ich habe von Osiris und habe da eine Schrotflinte und eine PDW als Waffe. Und 6 grüne Stims und so ein Kram. Das war schon echt nicht schlecht. Oh, wir sind direkt in der Höhle. Jetzt will ich direkt erstmal kurz wegen Nickel gucken. Ich war noch auch sehr verwirrt, ja? Verstehe ich. Oh, warte mal, wir sind hier an dem Spot, da muss ich hin. Nice. Ich bin gerade in der Höhle, ich hole mir hier Nickel. Ja, ich muss hier in der Höhle, muss ich eine Grabungsstelle finden. Hast du die Quest zufällig auch?
gleich mal gucken. Erstmal wegen Nickel schauen. Ja, jetzt nochmal. Irgendwo ist hier die Grabungsstelle, da muss ich hin. Hier. Schießt du? Nee, ich bin mit der Spitzhacke am Hauen. Gut, hier sind Spieler in der Nähe. Wo bist du? Ich komme wieder zurück. Da, wo du gerade Nickel abgebaut hast, ja? Ja. Schreiter bei der Grabungsstelle in Bright Sands jagen 3. Rassler jagen 1. Komm zu mir. Hier, rechts von dir. Die sind, glaube ich, hier in der Höhle. Ja, hörst du? Ja. Ein Sniper. Hier, töte den mal. Weil das ist die Grabungsstelle hier. Geh mal hier hin und guck mal, ob du hier eine Quest erledigst. Ne. Nicht? Wenn du jetzt keine erledigt hast, dann hast du da keine Quest. Kevin? Ja. Ich bin hinter dir. Hast du eine Quest? Nee, hab ich nicht. Ich weiß, wo du hin musst. Du musst nicht zur Ausgrabungsstelle, du musst zur Grabungsstelle. Zur Grabungsstelle, ja. Sind die da drinnen, die Spieler? Was? Kannst du nicht sagen. Ja, Spieler! Groß vor mir! Oh Gott, ich hab beide gemisst! Ich hab beide gemisst! Geh zurück! Zurück! Komm mit! Lauf weiter. Ich muss mich heilen. Geh ruhig weiter und heil dich. Hab ich. Es sind 3. Ich komm zu dir. Er ist rechts hinter uns. Richtung 345. Ja, ich guck nur, dass von hinten auch keiner pusht, ne? Bist du voll geheilt? Fast voll. Willst du fighten oder nicht? Wir können ruhig fighten. Ich hab ja... Ich komm da nur nicht hoch, wo du bist. Ich bin... Achso. Und unten so einen. Die kämpfen gegeneinander. Und den müssen wir machen. Okay. Bist du da? Ja. Ich bin rechts von dir. Wir haben 2 Teams. Wir müssen aufpassen, hier sind 2 Teams. Das ist echt übel, ey.
da hinten am Fighten. Das ist ein Dreier-Team und ein Zweier-Team. Okay. Das ist eine bittere Pille. Du bist close zum Gegner. Das Dreier-Team ist in der Base jetzt drin. Oder unten drunter, ich weiß es nicht genau. Oh, das ist ein ekelhafter Fight, Kevin, gerade. Weiß nicht, ob das so smart ist, den zu machen. Ich bin bei dir jetzt, hinterm Haus. Sind abgehauen. Dreier Team. Die sind in der Station. Sagst du? Immer noch kämpfen oder? Ja, mir ist das egal. Also wenn die jetzt gegen das andere Team kämpfen und da. Oh Gott, guck mal, was da kommt. Komm mit, schnell. Da oben steht der am Fenster. Siehst du ihn? Ja, am ja. Am Fenster, oben links. Aber du kannst ihn nicht anschießen durchs Fenster, ne? Sind wir für den Moment erstmal safe. Kommt natürlich der Sturm dazu, ne? Ich sehe einen oben am Fenster. Hat einen Hit. Komm mal mit. Bist du da? Ja, ich komme hinter dir. Der ist oben drin. Kannst du durchs Fenster schießen? Nee. Alter, was? Bist du bei mir? Geh safe, geh safe! Über dir kann er rauskommen. Komm zu mir, wenn ich bin so gut wie down. Das ist ein anderes Team. Kannst du zu mir? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin hier unten an der Tür. Ich bin unten drunter im Wasser, also in dem Dings. Zu dir. Ganz unten bin ich. Bin bei dir. Der ist da oben auf jeden Fall noch. Komm mit. Das Problem ist halt, das andere Team sandwicht uns gerade. Wir müssen jetzt Richtung Südwesten und versuchen, da in die Station reinzukommen. Oh, go. Die fighten gegeneinander. Da hinten läuft einer geradeaus. Vorsichtig, den Gang geradeaus. Da, siehst du? Oh, links? Da, ja, links ist der. Der ist da rein. Close oder weit? Weiter hinten, ganz hinten am Gang. Okay, ich lauf vor.
bin hier auf Sach. Sind da oben drin immer noch. Aber hier sind auch close welche drin. Hast du unten alles unter Kontrolle? Ja. Bist du lang hoch? Ja, hoch. Wir kommen jetzt von der Seite, wovon die uns gerade gesetzt haben. Ich hab dich schon wieder verloren. Ich bin noch in dem großen Hauptraum. Komm hoch, die Treppe hoch. Ach so. Bist du hier hinten raus? Nein. Treppe hoch und dann... Ja, ich seh dich jetzt. Ich höre die rechts neben uns direkt, ne? Close. Genau, Wasser. Die kommen hier hoch. Achtung, die kommen jetzt von 75. Kommen die. Geh mal zurück. Komm mit. Die sind im Wasser. Achtung, da oben können die uns beschießen. Die Schreiter greifen die, glaube ich, oben an. Hinter uns. Ich wurde angeschossen. Ja, alles gut. Von oben, von hier. Siehst du das da oben? Dieses Ding. Dieses Dreier-Ding. Ja. Da sind die oben drin. Die können aber auch von der Seite kommen, wenn wir nicht aufpassen. Von hier. Ich höre hier einen auch jumpen. Die pushen, die pushen. Geh weg. Komm mit. Wir müssen uns zurückziehen. Ich habe eine Ködergranate da reingeworfen, die haben Schiss gehabt. Aber die haben starke Waffen. Ich muss hier noch irgendwie so einen Hinweis finden. Alter. Achtung, noch ein Team. Von der anderen Seite. Ja. Geh safe. Wir können die lieber sandwichen. Oder wir gehen aufs Dach wieder. Hier an der Stelle. Ich glaube, die kommen hinter uns her. Ich weiß aber nicht, ob das ein Team war oder einer. Sehen den. Da kommt er. Oh Gott, der hat eine gute Waffe. Komm mit zurück. Kannst du den kurz mal halten? Ja. Dass der uns nicht pusht? Viel zu viele Leute in diesen Kampf verwickelt. Es sind mindestens 2 Teams, wenn nicht sogar 3. Wir könnten uns auch entscheiden, abzuhauen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe nichts zu verlieren. Okay. Ich weiß halt nicht, ob der eine mit der Waffe da, ob das einer ist oder zwei. Wenn das einer ist und wir kriegen den... Machst du? Ich bin auf dem Dach. Ich sehe ihn, es ist einer. Er hat mich nicht gesehen. Kannst du aufs Dach kommen? Ja. Komm zu mir gelaufen. Siehst du den? Bin ich? Ja. Bleib mal hier stehen. Hier ist eine Lücke. Ja, ich stehe hier. Unter mir. Ja, der hat dich aber bemerkt. Der läuft rum. Der guckt schon. Der geht da jetzt hin, wo du reinkommst. Kannst du droppen?